Ja. Aber ich hab's ja noch nicht gespielt. Ihr wolltet Ocarina of Time von mir sehen. Man hat sich noch ein Zelda-Spiel dann gewünscht. Das war dann das erste The Legend of Zelda, das schon komplett aufgenommen ist. Vielleicht auch schon komplett hochgeladen, wenn ihr diese Folge hier seht, weil ich nicht weiß. Was ich eher auch nicht glaube. So, die nehme ich mit. Ach so, ich muss sogar weiter runter. Okay. Dann hat das ja alles sogar einen Sinn, was ich hier gerade gemacht habe. Bin so gerade im Retro-Drang, ne? Was bist du denn? Ach, wie cool. Wie cool. Moment, kann ich jetzt blasen? Spucken? Also nicht blasen im Sinn von... Ach, ihr denkt alle einfach zu pervers. Ich weiß, wenn jetzt Milo wieder zusieht... Milo wird erwachsen. So, dann haben wir das auch mal gesagt. Oh, was war das denn? Das bewegt sich. Das ist nicht sehr cool. Da hinten könnte einfach das Ziel sein. Ich glaube, da ist auch das Ziel so. Mehr böse Sonnenblumen. Da unten ist eine liebe Sonnenblume. Und ein Schlüsselloch. Wofür ich den Schlüssel bräuchte, aber nicht habe. Einfach weiter rushen. Weiter rushen, habe ich gesagt. Da war ein Cheep-Cheep im Weg. Dafür kann ich nichts. Mehr Münzen. Ich habe schon genügend Leben, glaube ich. Was ist da denn drin jetzt? Hä? Was bringt mir das? Renn ins Ziel. Ah, die eine hat uns jetzt gefehlt. Vielleicht kriegen wir ja doch ein Bonusspiel. Ah, komm schon! Mann! Ich hätte mich jetzt wieder gefreut über so ein tolles Bonusspiel. Naja, was soll's. Wenigstens steigt jetzt wieder die Punktzahl sehr dramatisch nach oben. So, letztes Level in dieser Welt. Gehen wir gleich in Welt 4 über. Oh, nee. Ich sehe gefräßige Piranha-Pflanzen. Audreys Festung. Das nette Vieh heißt Audrey. Sehr, sehr lieblicher Name. Obwohl mir die französische Aussprache dieses Namens von Audrey besser gefällt. Dieses Audrey. Oder wie das... Ich bin französisch einfach nicht der Bringer, deswegen, gebt einfach mal einen Scheiß drauf, was ich auch in Französisch sage. Würdest du mir bitte einen Gegner hinterher werfen, dass ich dich eliminieren kann, du Drecksack? Kann ich jetzt auf dich springen? Dich? Nein. Natürlich nicht. Du bist unverwundbar gegenüber... Ach du Scheiße. Wo lang? Ist egal. Einfach weitergehen. Mehr Piranha-Pflanzen, mehr Panik, mehr keine Ahnung was. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin muss. Nee, das muss einfach nur perfekt getimed werden. Genau so. Oh, da ist wieder eine Sonnenblume. Aber hier gibt es ja keine Bonusspiele, das ist ja doof. In Schlösslern gibt es nie Bonusspiele. Sehr scheiße, finde ich das, vom Spiel. Ich hoffe echt, dass der Sound nicht zu laut ist vom Spiel, weil sonst ist die Aufnahme für den Arsch. Und aber... Klar, wart noch 5 Sekunden, bis du... Alter! Wie kacken asozial ist das bitte? Jetzt haben sie mir die Schweinshaxe geklaut. Weißt du, da muss ich gegen den Strom rennen. Hinter dir ist diese Piranha-Pflanze. Wie schwul seid ihr eigentlich? Ey, komm, Nintendo. Ach ja, komm. Gib mir auch keinen Mittelpunkt. Ohne Scheiß, Nintendo, ihr seid scheiße. Ihr könnt auch mal wieder Spiele rausbringen, die Leute spielen. Ach, jetzt muss ich wieder 10.000 Jahre warten. Ach, Nintendo. Nintendo, ihr seid so ein super Verein. Glaubt ihr mir gar nicht. Ihr macht so viele Spiele, die Spaß machen. Mario-Spiele unter anderem. Die machen so viel Spaß, dass sie Frust erregen und eigentlich die wahren Gründe für Amokläufer sind. Alter.
Was ist das für eine Kackidee? Ja, da ist wieder gegen den Strom, weißt du? Schön, dass man das auch so gut sieht, wenn man in so einer Situation ist. Ey, danke Spiel, du bist scheiße. Weißt du, bei sowas, bei solchen Tempeln wird mir einfach sowas von schlecht, wenn ich dann einfach dieses Spiel spielen muss. Das ist einfach nur scheiße. Ja. Soll ich dir mal was sagen? Das interessiert mich nicht! So, Achtung. Wie kacke ist das? Du wirst dir von doppelter Seite dann irgendwie gegen den Strom getrieben in Richtung dieses verkackten Viechs. Ja. Ich meine, was soll das? So. Das finde ich auch scheiße vom Spiel. So. Diese Gegner da, ne? Diese grünen Pflanzen. So, wo muss ich denn jetzt lang? Denk noch nicht mal dran. Alter, diese Wasserhöhle, ne? Ja, gib mir mal noch mehr. Für den brauchst du echt so ziemlich alles, was du an Ressourcen hast, wollte ich sagen. Ja, geil. So, jetzt sind wir wieder hier so nach dem Motto viel Vergnügen mit dem Gegner. Das ist doch so scheiße asozial gerade, oder? Setzt dir einfach nur so eine Pflanze in den Weg. Komm, guck du mal her jetzt. Alter, Nintendo, was denkt ihr euch dabei bei einem Spiel für Kinder? Die haben keine überkrassen Skills. Komm, spuck mir nochmal was aus hier, komm. Ich bin jung, brauche das Geld. So. Danke, Spiel. Sehr nett. Die kleinen Sprünge sind's. Ja, das Spiel fängt mich jetzt wieder an abzufacken, ne? Ist bei jedem Spiel so. Irgendwann ist dann Ende. Ach, Boss-Time, endlich. Na, was will ich denn gegen dich machen? Was war denn bei dir das Problem? Die Schwierigkeit? Ich bin gespannt. Was ist los, du hässlicher Wichtigtuer? Hast du immer noch nicht genug? Hat Audrey nicht einen süßen Bauchnabel? Ups, da ist mir wohl was rausgerutscht. Ah ja, wir müssen den Bauchnabel treffen. Außerdem wäre es hier das hässliche Scheiß, Alter. Guck dich doch mal an, Alter. Du trägst lila, reitest auf den Besen. Du bist einfach nur... Und bist ein Vieh. Ein Koopa. Achtung, es wird groß. Ach, diese Pixelkacke. Es sieht übrigens nicht aus wie ein Bauchnabel. Es sieht aus wie eine aufgeschwollene Pustel oder so. Ich bräuchte mal Eier. Gib mir mal Eier hier. Hast du ein Problem? Von euch würde ich Eier bekommen. Geht das? Die überkrassen Skills, ne? Ha!
Oder muss man das so, man muss es wahrscheinlich so machen, ne? Drei! Nur drei! Du verträgst nur drei! Die überkrassen Skills, Alter. So, dann wäre Welt 3 damit beendet. Sehr schön. So, dann wäre die Hälfte des Spiels mal locker geschafft. Schön, freut mich. Freut mich, wirklich. Wow, doch so viele Punkte. Ist ja Wahnsinn. Es hat so gut angefangen, ne? Dann ist es so abgekackt. Die letzte Welt wird extrem lustig. So, können wir jetzt weitergehen? Welt 4. Die Musik verändert sich auch immer wieder bei der Overworld. Das ist so cool. Da wird immer noch so ein kleines Ding dazu gemacht. Oh, wir haben wieder so eine super Baby Batman Stage. Kuba Kommando. Oh je. Ich ahne Schlimmes. Aber schön, dass man die alten Gegner jetzt wieder einfügt. Also die richtig alten, die Goombas und die Koopas in dem Level. Freut mich wirklich sehr. Sterbt. Sind wir bitte wieder ein Ei? Nein, ist auch egal. Oh, den Goomba habe ich da doch gerade eben nicht gesehen. Den habe ich gekonnt übersehen. More stars for me! So. So. Mach doch bitte keinen Scheiß. So, tot. Tod den Ungläubigen. Tod den Koopas. Das will ich haben. Banzai Bill. Gefressen. Yoshi ist alles. Stahl, Metall, Fleisch. Aus was auch immer Scheigeist sind. Plastik. Tofu. Who knows? God knows, I know, but... Ist auch egal. Oh nee, jetzt wackelt wieder das Bild, ne? Ja, geil. Haben wir mal wieder den Hard Mode für das Level aktiviert? Ah, da ist halt die ROM ein bisschen verbuggt, aber das ist, glaube ich, bei den Haudegen auch im Let's Play. Gar kein Problem, also. Und wir haben wieder die Drogen. Immer wenn dieses Bild flackert, haben wir meistens die Drogen hier im Spiel. Oh yeah, ey. Guckt euch Yoshi an. Guckt euch seine Augen an. Oh. That drugs. I totally die. Oh ja, sehr geil. Sehr geil. Das waren zu viele Drogen. Also ihr wisst, ne? Drogen nicht gesund. Aber wir nehmen einfach welche. Also ich meine mal ganz ernsthaft jetzt. Was will uns Nintendo mit dieser Message hier bitte übermitteln? Was will uns Nintendo damit bitte sagen? Was will uns Nintendo mit diesen Pollen sagen? Und wenn du die triffst, weißt du, dass sich alles so dreht und Yoshis Augen irgendwie ganz komisch werden. Sollen Kinder etwa denken, ich will das auch, was Yoshi hat? Wenn ja, dann wäre das... Ja. Sehr scheiße, Nintendo. So, I need that star, because I'm super awesome baby Mario. So, jetzt sparen wir mal zumindest Zeit. Meow, meow.
Rennen. Muss es überhaupt hin? Ach so. Ja, na dann. Oh, ich glaube, die Punktzahl, die ist auch nicht so ralle, oder? Gib mir doch ein Bonusspiel, verdammt! Ich meine jetzt, ich hätte jetzt ein paar Items, jetzt brauche ich kein Bonusspiel mehr. Hallo? Na, na, die Punktzahl, die gefällt mir nicht. Egal. Nächstes Level. 4-2. Mit dem Namen... Niagara-Höhle. Ich kenne nur die Niagara-Fälle. So, welche Röhre darf es denn sein? 1, 2 oder 3? Letzte Chance! Vorbei! Ob du wirklich richtig stehst, siehst du... Wenn Yoshi reingeht. Ja, war ja klar. Dieses Underground-Theme gefällt mir übrigens auch. So. Den Koopa da noch. Den Panzer dann lassen wir einfach mal da liegen. Oh, Yoshi, geh doch bitte mal schneller die Treppen runter hier. POW. 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 So. Was ist da drin? Noch mehr Sterne. Geil. Sehr geil. Weg. Danke. Wir haben schon wieder ein Leben bekommen. Das ist Wahnsinn. Kann ich da irgendwo rein oder was? Nee. Warum sind da Röhren? Einfach, dass es schön aussieht oder was? Komm schon. So. Mehr Bonus. Ja. Erfolgreich mehr Bonus verkackt. So, jetzt ab da rein und das Level weitermachen. Wir nehmen jetzt nämlich knapp eine Stunde auf. Tja, warum ich auch immer jetzt... Deswegen, ich habe ganz genau gewusst, dass da ein Gegner kommt. Deswegen habe ich schon meine Eier rausgeholt. Ich lege immer gerne meine Eier auf den Tisch. Man kennt man ja so, als Mann macht man das, ne? Kennt ihr bestimmt auch. Die Frauen unter euch bestimmt auch. Die denken sich dann wieder, ach, mein Freund, ne? Hat er wieder gestern mit seinem besten Freund Schwanzvergleich gemacht. Ich weiß gar nicht, was es bringen soll. Sind doch beide klein. Deswegen hole ich es mir auch schon seit Tagen bei einem anderen. So, das war jetzt genug. Genug des Sexismus hier. Gehört hier nicht hin. Nicht bei Yoshi's Island. Nicht bei diesem Spiel. Wap, wap, wow. So, das nehme ich mir mal. Aber so mit. Gehen hier weiter in der Hoffnung, dass das Level gleich vorbei ist. Und da ist es auch schon vorbei. Wow. Komm schon, wirklich. Ohne Scheiß. Ist ja auch egal. So, dann nehmen wir schon mal exakt eine Stunde auf. 60 Punkte. Die Punktzahl gefällt mir auch nicht, aber die ist wenigstens rund. Oh je, das sieht mir doch sehr nach Frust aus. Hau mal rein. 4-3. 3-2-1, hopp. Nee, 3-2-1, meins, ne? eBay. Oh, wie viel Geld bekomme ich denn jetzt wieder für dieses wunderbare Geständnis für eBay, Werbung zu machen? Jetzt hat mir da drauf, verdammte Kacke. Ah, danke, dass ich jetzt die Information bekomme, dass da auch Ballons hochfliegen.
So. Yeah, mehr Leben for me. Oh ja. Das Level sieht echt sehr frusterregend aus. Das muss man einfach mal so dazu sagen, ne?